Am 1. Mai 1886 wurde die Korsettmanufaktur Spieshofer und Braun in Heubach gegründet. Im Jahr 1932 eröffnete in Bad Zurzach in der Schweiz die erste Auslandsniederlassung, die für den Schweizer Binnenmarkt produzierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden weitere Produktionsstandorte der Firma gegründet. So beschloss die Firmenleitung 1959, eine österreichische Niederlassung mit eigenständiger Miederwarenproduktion in Wiener Neustadt zu errichten. Den Weg nach Wiener Neustadt beschritten zahlreiche Firmen nach dem Abzug der Besatzungstruppen im Jahr 1955. Plötzlich rückte dieser traditionelle Industriestandort wieder in den Blick ausländischer und inländischer Investoren. Der Unterwäschehersteller Janot, ein Konkurrent von Triumph, zählte auch dazu und warb um Arbeitskräfte für seinen Standort in Felixdorf. Die Firma Triumph expandierte in Richtung Buckelige Welt, Wechselland und Südburgenland mit Standorten in Wiener Neustadt, Rechnitz, Aspang, Schattendorf, Hartberg, Oberpullendorf, Oberwart, Kirchschlag und Wiesmaath. Sie produzierten 245.000 Warenstücke pro Tag, die vor allem in den Export gingen. Wie ging die Firma vor, wenn sie in dieser Region geeignete Standorte ermittelte? Immer testete Triumph den Standort mit einem Provisorium. Nicht genutzte Räumlichkeiten in Gasthäusern, wie hier im Gasthaus Pyrrhe in Kirchschlag, aber auch aufgelassene Kinosäle wie in Wiesmaath wurden angemietet und der provisorische Nähbetrieb aufgenommen. Sobald die Firma Triumph die Rentabilität einer Betriebsstätte positiv einschätzte, erfolgte der Grundstückserwerb und Werksausbau, wie hier in Schattendorf. Die Gemeinden waren bereit, die Werksansiedlung durch attraktive Angebote zu unterstützen. Die provisorische Produktion dauerte unterschiedlich lange. In Hartberg, Oberpullendorf und Oberwart begann die Firma Triumph bereits nach einem Jahr mit der Produktion in einer eigenen Fertigungsstätte. In Wiener Neustadt, Rechnitz, Aspang, Schattendorf und Kirchschlag dauerte es deutlich länger, 3 bis 6 Jahre, bis eine eigene Fertigung eingerichtet werden konnte. Die längste provisorische Produktion findet sich in Wiesmaath, wo sie 17 Jahre dauerte. Nur in einem Fall, in Donnerskirchen, wurde der Werksaufbau nach einem 2-jährigen Provisorium abgebrochen und kein eigener Standort errichtet. Was konnte die Region dem Konzern bieten, um ihn für eine langjährige Partnerschaft zu begeistern? Es war sicherlich nicht die Infrastruktur. Die buckelige Welt wurde erst Anfang der 1970er Jahre staubfrei. Die Verbindungsstraßen waren erst zu diesem Zeitpunkt durchgehend asphaltiert, nachdem Arbeiter in schweißtreibender Handarbeit den Aufbau der Infrastruktur vorangetrieben hatten. Der Hauptgrund, glaube ich, waren die tüchtigen Arbeitskräfte. Denn man hat das gewusst, die sind das Arbeiten gewohnt. Die Region war attraktiv wegen ihrer günstigen und tüchtigen Lohnarbeitskräfte. Im Raum Wiener Neustadt, wo sich mehrere Firmen ansiedelten, gab es einen Wettbewerb um die Arbeitskräfte. In der buckligen Welt, dem Wechselland und dem Südburgenland gab es für Triumph dagegen wenig Konkurrenz um die Arbeiterinnen. Im Jahr 1966 fanden die Frauen der Region eine Postwurfsendung in ihrem Briefkasten. Werfen wir gemeinsam einen Blick darauf. Die Firma Triumph präsentiert sich als ein erfolgreiches, expandierendes Unternehmen mit einer langen Tradition, einer vielversprechenden Zukunft und einem sicheren Arbeitsplatz. Die zukünftigen Mitarbeiterinnen werden in diesem Flugblatt als Frauen angesprochen. Die Firma kennt ihre Bedürfnisse und hat die Arbeitsplätze entsprechend eingerichtet. Selbst die Transportfrage hat die Firma für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelöst. Die Mitarbeit bei der Firma Triumph bietet die Möglichkeit, auch ohne Berufsausbildung eine erfüllende Tätigkeit zu finden. Diese Botschaft vermittelt das Flugblatt sehr geschickt. Mit dem Hinweis auf die Unterstützung bei der persönlichen Leistungsentfaltung, dem Hinweis auf die netten Kolleginnen und das gute Betriebsklima und dem Hinweis auf die Einstellung als Fachkraft und nicht als Hilfsarbeiterin.
Als ein dynamischer Betrieb in der Expansionsphase stellte die Firma Triumph den Frauen zusätzlich noch Aufstiegschancen bis hin zu einer Führungsposition in Aussicht und wies auf die Unterstützung durch die Triumph-Schule hin. Die Firma wendet sich erfolgreich an die Frauen der Region, weil diese als Mitwirkende am Ausbau der Firma angesprochen sind und nicht als Arbeiterinnen für einen Fabriksjob. Was waren die Vorteile einer Anstellung bei Triumph aus der Sicht der Frauen und Männer, die dem Aufruf der Firma gefolgt sind? Als Jugendlicher hast du dann was leisten können, weil du hast da Geld erspart, du hast da deinen Führerschein und das ganze Sachen dann eigentlich alles finanziert können. Es war ganz maßgebend für mich auch in der Triumphfahrtsfamilie, weil es einen Werksverkehr gegeben hat. Die Expansion der Firma Triumph in die Region Bucklige Welt und Wechselland wurde von den regionalen Medien mit großer Begeisterung kommentiert. Die Wiener Neustädter Zeitung vom 12. Juni 1969 titelte »Ein neuer Betrieb in Kirchschlag«. Und der Schwarzertaler Bezirksbote vom 6. Juni 1969 blickte auf den Standort Aspang. Aspang, Triumph international ausbaufähig. Die Expansion führte zu einer raschen Zunahme der Beschäftigungszahlen. Deshalb konnte Direktor Lengle bereits im März 1970 die 2000. Näherin einstellen, wie die Wiener Neustädter Zeitung am 26. März 1970 berichtete. Was zeichnete nun ganz konkret den Standort Wiener Neustadt aus? Also was Wiener Neustadt von Anfang an ausgezeichnet hat, das ist auch das, was der Standort immer wieder weitergegeben hat, ist, dass wir sehr, sehr viele Facharbeiter und Facharbeiterausbildungsstätten in der Gegend hatten und nach wie vor haben. Wir haben eine Modeschule hier in Wiener Neustadt, wir haben eine Modeschule in Graz, wir haben eine Modeschule in Mödling, in Wien. Das heißt, das Fachkräftepotenzial, was hier im Raum Wiener Neustadt war, war enorm. Das heißt, Produktentwicklung wurde immer wieder mit Mitarbeitern aus diesen Ausbildungsstätten bestückt. Wir haben viele Praktika anbieten können. Das Werk in Wiener Neustadt mauserte sich unter der Leitung des charismatischen Direktors Lengle zu einem Innovationszentrum und wurde zum Mekka für Experten der Branche.